Operational. Hurry up, squad! Right now! Packing sentry gun. Sentry, almost ready. They're heading our way. Changing mag. Grenade! Let's rock! Yeah! Don't mess with me! They're heading our way. Incoming. Changing mag. Sentry activated. More signals incoming. I hate this job. The second turret is online and firing. That's a beautiful sight. Na, jetzt kommen sie raus hier unten aus dem Gang. Never leave home without it. Shit, visibility's getting real bad up here. There's a storm coming, and it's a big one. The Otago's weather alarms are ringing. They're using the storm to cover their progression. What do you mean they're using the storm? Harper, that storm was sure messed with the turret scanners. And we can't rely on the Otago's sensors either. They were damaged during the crash. But there should be some long-range motion trackers where you were first deployed. With them, we might have a chance. Good call, Hayes. Hunslet, can you cover us? With that pea soup coming, you can forget recon. But I'll see your flares all right. You point, I shoot. You have your orders, Marines. Go back to the ARC, grab those trackers and deploy them. We don't want our turret to turn blind. Let's walk! Ah! Burns! Burns! Right now! I hate this job. Let's see what's inside. So, hier hätten wir noch ein Geschütz, wenn ich ganz irre. Move on! Hurry up, squad! There's something around. Let's see what's inside. More signals incoming! Bring them down! Tango, straight ahead! Watch out! Tango down! Hate this job. Got 'em. They look intact to me. Right now. Let's see what's inside. Planting mine. Watch your feet. Mine got tripped. Mine's activated. Move on. Hurry up, you slugs! Take a breather. Watch that stress. Tango down! Ja, das Spiel verleitet mich dazu, noch einige blöde Sachen zu tun. Right now! Hold on, Marine. Won't be long. There, like it didn't happen. Let's see what's inside. Got something on the tracker. More signals incoming. Got you in my sights. Take a breath. Watch that stress, squad. Light him up! Tango down! Das ist gut zum Sammeln von G-Material. On my way. Disgusting. Got him. They look intact to me. So, ab in die Basis. Hurry up, squad! Deploying sentry gun. So, ein Geschützturm als Deckung für den anderen Geschützturm hinstellen. Sentry almost ready. Sentry activated. Deploying sentry.
infantry gun. Sentry almost ready. Copy. Warum haben die das nicht schon früher irgendwie ausgepackt, diese blöden Deploying Motion Tracker. Motion Tracker Geschichten. Okay. We've got two of these M314 autonomous long range motion trackers. We get them set up, they'll give us the warning we need. I'm marking the most efficient deployment locations. Outstanding. Let's get this done, Marines. Got something on the tracker. I can't see a thing in this ship. Ach, jetzt muss ich da sowieso hinlaufen. Gee, Sarge, you're just a big old softy. Move on. Move. Na gut. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Sachen, die ich mitnehmen kann. Got something on the tracker. Contact. Got you in my sights. You like that, huh? Let's rock! Affirmative. Mann, Schallschüssen, die wäre super praktisch hier gerade. Planting mine. Watch your feet. Mine's tracker set. Can you link it to the turret, Hayes? Give me a moment. Replacing its scanners with the tracker. Okay, it's done. All right, that's one turret operational. Keep going, Marines. Move on. Hurry up, you slugs! Ah, hier sind noch Vorräte. On it. Let's see what's inside. Ich weiß, das schwächt mich jetzt gerade im Augenblick. Ich muss diese Sachen wieder abbrechen, wenn was kommt, aber im Augenblick halte ich mich relativ sicher. Got something on the tracker. More signals incoming. Contact! It's a drone! Changing mag! Light him up! I hate that place, man. Tango down! Ah! It burns! It burns! God! Ah, my arm! Don't move! Gonna fix you up best I can. Disgusting. Let's see what's inside. Here's your sample. Come on, team! Hurry up, squad! Roger. Let's see what's inside. Zumindest kann ich das Got something on the tracker. It's a drone! Requesting air support! Bring him down! Safe position taken! On my way. All right, let's see what's in there. Got something on the tracker. Light him! Second tracker online. Hayes. Link to the turret. You're good to go. All right, Marines. Fall back to the Otago. Wait. Receiving lots of signals from the motion trackers. Converging on your position. Where? There's no bugs around here. They're getting closer. It can't be. That's inside the perimeter. Tunnels. Caves. I think they're underground. They must have found a way to use the terrain. Just a second. Let me use the topo scanner. That's it. There's two caves on my map. Hunslet, you need to bomb them to clog those tunnels. What? Sarge, is your trip over? I'd need order confirmation. Do as she says. Mark those caves, squad. Harper, I've reduced the M314A sensibility to ignore the underground creatures. You should do the same with the motion trackers your men carry, or they might get surprised. Done. Thanks for the heads up. Marines, time to dig in and earn your pay. Hunslet, get ready to unleash hell when you see the flare. Roger that. Double time.
Light them up! Oh yeah! Don't mess with me! Move on! Ich brauche einen Befehlspunkt, um das Ding hochzujagen. Jetzt kommt er bitte nicht rausgekrochen, wenn ich gerade ankomme hier. Jawohl. Requesting air support. Okay, und weg. Incoming! Protect the Colossus more than death. Keep on. It's working. One left, Mark 16, Banshee delivery. You're doing good, guys. Light them up! Shit, I'm out! Ah, Burns! Burns! Halt. Right now! Hurry up, squad! Ah, hier hinten war noch DNA. Na, egal, wie das fliegen. Ah, disgusting. Zumindest fürs Erste. Wenn ich nochmal rausgehen muss, dann hole ich sie mir, aber... Come on, team. Warum die Sieben-Geschichte hier wichtiger? They're heading our way. Got something on the tracker. Nein. Let's rock! Tango down! So, jetzt. Wie sind wir in die scheiß Mine reingelaufen, die Schweißviecher? Double time! Okay, Bomben Requesting laden. Air support. Make a stand. Compute mission 04. Get a load of that smell. That's payback. Harper, squad, get out of there. The heavy turrets will cover the position from now on. Approaching evac point. Hunslet, where are you? Inbound. Prepare for dust off. Hey, Hayes. You're getting good at this. Guess I found my inner Marine. Come on, team. Eben die DNA holen. Wer weiß, wann und wie viel ich davon noch brauchen werde. Und die beiden Geschütztürme werde ich mitnehmen. Got something on the track. Affirmative. Planting mine. Watch your feet. I hate this job. Hold on, Marine. This won't be long. Here's your sample. Double time! Damit ist die Mission dann noch erfüllt. Packing Sentry Gun. Sentry pack. Ich meine, da macht es keinen Sinn, dass ich die Geschütztürme liegen lasse, wenn die Großen da in der Lage sind, den ganzen Bereich hier für eine ganze Weile zu halten. Ich glaube, die Plasmakanonen wurden damals in Aliens auch erwähnt, nur waren die halt nicht mehr gebrauchsfähig, nachdem der APC vom Shuttle getroffen worden ist. Zwei Geschütztürme gekriegt von der Mission, oder? Ne, Moment, einen, glaube ich. Aber egal, selbst das nehme ich halt. Das ist, und reichlich Medkits und Tech-Ressourcen. Wisst ihr, dass es offensichtlich nur einen Zugang zu dem Schiff gibt, von wo auch immer die Viecher kamen gerade? Prozent. Zarschen gibt mir jedes Mal Munition. Oh. Noch ein Attributsding. Teamgeist. Bis Level 15 mindestens geht das von den her. Da frage ich mich, wie viele Missionen haben die für das Spiel geplant? Alter.
25%. So, mein zweiter Sanitäter. So, Erlösung, damit ich den negativen Effekt loswerde. Und er kann nicht mehr müde werden. Wundervoll. So, hoffen wir, das Zeug gefunden. Ja, ich glaube, das mit dem Stealthen hier wäre sowieso ein bisschen... Alter, 166 Drohnen? Wo kamen die näher? Die müssen in die Plasmakanonen gerannt sein. Alter, Falter, und die Sprinter auch. Da fragt man sich, wie viele Hunde gab es auf diesem Planeten? Oder kommt das von Kühen, wenn, dass sie die irgendwie implantiert haben? Ich meine, wenn die hier große Herden und so ein Kram auf dem Planeten gehalten haben. Ich frage mich, wo in dieser felsigen Wüste sie Gras gefunden haben. Oder wahrscheinlich alles importiertes Heu oder so ein Scheiß. Das ist twice now you've saved our asses. Starting to make me look bad. Don't go reading too much into it, Harper. Turns out blowing stuff up is cathartic. Better than booze, and that's the truth. On the subject of truth, how are you handling your flashes? Well, the sensation's overwhelming when it kicks in, and painful as hell. Makes me a liability in the field. So, what do we do? From here on out, I'll stick to running oversight from the ARC. It's best I don't get in the way. Perhaps you should speak to Bookart, Kibiri, or Becker. Doc Buzzkill? Yeah, I don't think so. Maybe Bookart if it gets worse. Pharaoh Spire to USS Otego. USS Otego, do you receive? That's Director Price. I don't believe it. They're still alive. Just what we needed. More suits and ties. Director Price, this is Deputy Administrator Mike O'Hayes of Pioneer Station. Oh. My report suggests that all hands were lost during the recent unpleasantness. Unpleasantness? Pioneer was overrun by... I don't believe we've been introduced. Sergeant Harper, USCM. Indeed. We've had some trouble here ourselves, Administrator. With these creatures swarming around, we've had to put Pharaoh's Spire on lockdown. But my commandos finally managed to restore the SATCOM relay of Jackson's Landing. This is a terrible time for everyone, but I'm gratified to see that the Weyland-Yutani quarantine protocols are working. I authorized them, Director. I didn't see any other choice. We've been trying to contain the outbreak ever since. And now you've commandeered a USCM vessel and its crew. You're proving much more resourceful than your psych profile suggests. You did the right thing, Maiko. Unfortunately, it seems that our superiors don't share your, work ethic. Meaning? 3 hours and 55 minutes ago, the Cerberus Protocol began a countdown to its phase two. Phase two? Nuclear sterilization. Nuclear sterilization? As in of the planet? This planet we're all stranded on. I'm afraid Weyland-Yutani leaves no room for mistakes, Sergeant. This phase two came as a surprise, even for me. I'd find another job. I will consider it, Sergeant. But we're not out of options yet. The sterilization satellites are coming online. There's still time to deactivate the system through Pioneer Station. In fact, I already sent a team there, but I've lost contact with them. Selbstverständlich sind sie tot. With the help of your men, Sergeant, Maiko's knowledge of the station and my level of clearance, we have a chance. I'm asking you to trust me. Then I guess we better get a team up there ASAP, Director. Good. Should you require any further assistance, I'll be on comms. Have a nice day. Ich frage mich, was das mit seiner Visionsfähigkeit auf sich hat. Ob das einen, eventuell einen, ja, wie möchte man das behaupten, einen... This one's a priority. Understood. Im Prinzip ist es ja eine latente psionische Fähigkeit. Oder an ihm wurden mal Experimente durchgeführt, mit denen was die Viecher involvierten. Aber da bin ich mir nicht so sicher. This one's a priority. Understood. Das ist blöd. Oh, und er ist auch noch depressiv. Okay, Neron hat kein Trauma, sie hat die Anthropophobie. Deswegen hau ich sie da mal eben rein. I'll update my schedule. Mori hat die Hypochondra-Geschichte noch. Wenn mir die Mekrits ausgehen, kriegt der Stressschaden.
Bonda erstmal nicht. So, da ich 4 neue Rekruten habe, die alle Level 1 sind, ab in die Ausbildung mit den Arschkrampen. Bye, man. Troops. Schweres Impulsgewehr. Beliebige Klasse, Primärwaffe. 3 Schuss pro Salve. Erforderlich Level 6 Marine. Let's hope our Matt will sue us. Beliebige Klasse. Ja, die neuen Waffen kosten mich jetzt alles 200. Das Plasmagewehr wird mich 300 nochmal kosten. Ich werde noch ein bisschen was sammeln müssen. Administrator, what brings you to my lab? Ich habe leider nur 2 Marines im Augenblick, die einsatzfähig sind. Der Rest ist entweder erschöpft, verletzt, in Therapie, Ausbildung oder müde. Deswegen kann ich im Augenblick nichts durchführen. Okay, kann sowieso gerade keine Mission starten, also können sie ein paar Leute auch holen. Ja, diesmal gebe ich Materialien aus. Hello, Administrator. This one's a priority. Understood. So, kurz ist wieder im Einsatz. Sharp muss ich danach auch nochmal in die Therapie schicken. This one's a priority. Understood. Looking for someone in particular? Fünf verfügbare Marines. Na gut, für die Pioneers. Ach, ich muss doch nochmal auch in den Weltraum? Das kann ja lustig werden. Xenotech, Materialien. 700 Primärs für Data Pads. Das Übliche. Hier werden theoretisch noch 20 Materialien irgendwo rumfliegen. Understood. Uploading mission data. So, was haben wir hier? Miron, du bist müde. Bonda. Da er der niedrigste ist, seine Tyrannfähigkeit erstmal ausgedingst. Verschwörer. Sehvermögen. Das geht eigentlich alles. Wir haben hiermit immer noch einen Scout im Trupp. Einer, der einen Flammenwerfer schleppt. Dann brauche ich kurz mal mit der Mine. Nee, Moment, Schrotflinte. Bonda kriegt die Mine. Der hat sonst nichts zu tun. Das ist mein Medic, mein Tech und mein Scharfschnitzel. Oh Moment, hat der überhaupt einen? Ich weiß gar nicht, ob der gerade einen Moment. Looking for someone in particular? This one won't let you down. Na, ich habe nicht genug Ressourcen für einen Schalldämpfer, Mann. Shit. Na gut. Understood. Uploading mission data. Dann muss ich mir für meine Stealth-Attacken immer noch die Minen zur Hand nehmen. Oder frage ich mich, ob ich auf einer Pioneer-Station überhaupt mit dem RSC rumfahren kann. Ich meine, das ist eine riesige Anlage, die hat große Lagerhallen und so eine Scherze. In case you didn't think it could get worse, those same platforms that downed the Otago are now planning to nuke Lethe from orbit. The good news is that Director Price, Hayes' boss, reckons she can shut it down before we're all extra crispy. The bad news is that means going back up to Pioneer Station.
You'll need to restore emergency power, then retrieve a codebreaker from the team Price sent in. From there, Hayes can get you into the AI room and walk you through putting the nukes back into standby. From what we've seen of these creatures, we have to assume the station's infested with them by now. So tread carefully. Ja, wir hatten ja gesehen, dass gleich am Anfang reichlich Xenos auf der Station rumrannten. Und vor allem Facehugger. The power's out in the hangar bay. No, strike that. We've got massive power outages station wide. We'll need to get it back to stop that freaking Cerberus. Just another glorious day in the core. Store it. Proceed to the transit hub. Let's get this done. Dust off complete. Maintaining perimeter. Don't go too far. If we need evac, we're gonna need it fast. Roger that. Bring me back something nice, yeah? The station's basic systems are still operational. You should be able to open that door. Nur die Leiche, die ich ja gesehen habe. Der Kissen ist sich das nicht zum Futter schnappen. Wundert mich mal ein bisschen. Auf der anderen Seite des Hangardeckes Verriegel. Wahrscheinlich hat er sich ja eingeschlossen und ist dann an seinen Verletzungen gestorben oder so, im Scherze. Access granted. Come on, team! Hey, I found something. Looks like a data pad. Welcome to Pioneer Station, gateway to Lethe and the new frontier of the United Americas. Please observe all station regulations during your visit. Weyland Yutani, building better worlds, building the future. Bleh. Manifestbericht. Dienstschicht Delta, Ankunft 14 Uhr. Versorgungsshuttle Pegasus, Weyland Yutani, Versorgungsflug 8 Tonnen entladen. Mannschaftsshuttle Alpha One, Pioneer Station, genehmigt das Landgang. Abflug Privatshuttle Wayfarer, Weyland Yutani, 5 Passagiere. Ankunft, Versorgungsshuttle Hula Pai, Weyland Yutani, Trimolit Erz für Weiterverschiffung, 256 Tonnen. Versorgungsshuttle Pegasus, Abfallentsorgung, 6 Tonnen geladen. Die haben sich 2 Stunden Zeit gelassen zu entladen und CB laden. Ankunftsversorgungsshuttle Bentonville, Weyland Yutani, 17 Tonnen. Trimonit-Erz für Weiterverschiffung. Erst haben sie 256 Tonnen gebracht und anschließend nur noch 17 Tonnen? Okay. Dann kommt der Pioneer Station, Vorpost in den Vereinigten Amerikas und der Errungenschaften der Menschheit. Bevor sie sich bei ihren fehlsammelnden Offizier melden, werden sie bitte bei der Zollstelle vorstellen, um organische oder anderweitig eingeschränkten unterliegende Materialien zu registrieren. Vergewissern sie sich bitte, dass ihr Einreisevisum allen Vorschriften entspricht, um Verzögerungen bei der Zuteilung ihrer Quartiers- und ihrer Verpflegungseinheit zu vermeiden. Die Zukunft ist hier, heute. Hier und heute. Die Zukunft von ist Weyland Yutani. Ja. Corporate Shit. On my way. Oh, das ist einer von ihren... von Price-Leuten, glaube ich. So, das ist, glaube ich, dieselbe Räumlichkeit, durch die ich schon mal gelaufen bin am Anfang. Stay frosty, Marines. Come on, team! On my way! Planting mine, watch your feet! Mine's activated! Colonial Marines, die hier tot rumliegen. Das ist natürlich auch immer so. Hurry up, you slugs! Hey, I found something. Looks like noch mehr Corporate Troopers. Die haben diese richtig schöne Hightech-Ausrüstung und liegen genauso tot rum wie die restlichen Schweine hier. On it. Prospekt der UCSM, USCM. Verteidigung der äußeren Welten. Wie die Kolonien bilden die erste und wichtigste Verteidigungslinie der Menschheit gegen das Un-
Unbekannte. Das war ja sehr aussagekräftig. Hey, I found something. Looks like a data pad. Value Time Prospect Rise. Wir bieten eine einmalige Gelegenheit. Die kürzliche Erweiterung der Minenanlage Thorndike hat 129 neue Arbeitsplätze für selbstständige Auftragnehmer geschaffen. Bei guter Zusammenarbeit steht die Möglichkeit einer Beförderung in den Status eines vollwertigen Mitarbeiters von Value Time, inklusive aller damit einhergehenden Gehalts- und Versicherungsprivilegien. Haben Sie eine Alpha-Qualifikation in einer der folgenden Beschäftigungsfelder? Konstruktionswissenschaft, Wartungsoperation, Abfallentsorgung. Sollten Sie einen dieser Profile entsprechen, würden wir Sie gerne zeitnah mit in Verbindung treten. Bitte melden Sie sich bei der Lebensrealisierungsstelle von Valen Utani. Das ist mal ein Mund voll für eine Personalabteilung. Fick den Hamster durch die Wand, bis das Fell ist ganz verbrannt.